Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute ehrlicherweise um ein ganzes Bündel an Fragen geht. Eine Vielzahl an Fragen, die uns erreicht haben, seit der Ball rollt gewissermaßen zum Thema dieser Tage zur WM in Katar. Und ich greife stellvertretend die Frage von Manuel, der mir aus Ingolstadt geschrieben hat, raus. Der sagt, jetzt gibt es ja gerade eine heftige Diskussion über die Vergabe der WM nach Katar. Wie steht ihr Freien Wähler denn eigentlich dazu? Ja, lieber Manuel, zunächst vorneweg mit einer richtigen Position der Freien Wähler kann ich logischerweise nicht dienen, dass nicht wirklich eine Generaldebatte bei den Freien Wählern zur Vergabe der FIFA gegeben hat. Aber in Frag Fabian kann ich mindestens mit Fabians Meinung dazu dienen und will zunächst einmal, um jedweder Form von Missverständnissen vorzubeugen, eines ganz klar vorneweg sagen. Die Tatsache, dass eine in Teilen von Korruption durchsetzte Organisation wie die FIFA sich dazu entschieden hat, ein Weltmedienereignis wie die Fußball-WM ausgerechnet in ein Land zu vergeben, in dem in Teilen Menschenrechte, Frauenrechte mit Füßen getreten werden. Das ist ein historischer Fehler, das war falsch und ist nicht nachvollziehbar und deshalb auch in jeder Art und Weise berechtigt zu kritisieren. Ich will aber vielleicht, um ein bisschen differenzierter zu antworten, auch noch ein zweites Argument in Reaktion auf deine Frage machen, Manuel, weil ich schon glaube, dass wir wohl beraten sind bei unserer sehr berechtigten Kritik daran, jetzt nicht abzudriften in so eine Art ja westliche Arroganz oder noch viel schlimmer westliche Heuchelei. Was meine ich damit, Manuel? Dieses Katar, das findet sich derzeit in der gleichen Situation der Lebenswirklichkeit der Menschen dort, die in vielerlei Hinsicht für uns nicht nachvollziehbar und sehr bedauerlich ist wieder, wie vor einem Jahr, als sich dafür in Deutschland kein Mensch interessiert hat. Ja, und Manuel, die Situation in Katar, die ist auch die gleiche wie vor 5 Monaten, als dort die gesamte westliche Staatengemeinschaft einvernehmlich auf Knien um Gas gebettelt hat. Damals habe ich leider nahezu überhaupt keinen Aufschrei vernommen, zumindest keinen, der so laut war wie derjenige jetzt, wo dort der Lederball rollt. Und das meine ich, wenn ich sage Heuchelei. Ich meine, wir müssen da sehr aufpassen, auch in der Art und Weise, wie wir unsere Argumente, die absolute inhaltliche Berechtigung haben, formulieren. Und ich meine, es gibt auch nicht so viel Grund für die westliche Arroganz, mit der ein oder andere sich da in diesen Tagen medienöffentlich äußert. Ein Thema ist beispielsweise die tragische Situation von Menschen, die dort wie Sklaven in hinterletzten Unterkünften als Zwangsarbeiter die WM-Stadien bauen mussten. Aber ich sage, um es einzuordnen, ganz deutlich, lieber Manuel, ohne da in Whataboutism zu verfallen, sondern nur um es uns klar zu machen, ich habe letzten Freitag in meiner Heimat in Meitingen beim größten Arbeitgeber einen Gedenkstein niederlegen dürfen, bei dem es um die Opfer von Zwangsarbeit ging. Und das ist 50, 60 Jahre her in unserer Heimat. Wir sprechen sehr zu Recht die Situation von Frauen in Katar an, die nach unseren Maßstäben und auch mit Blick in die Zukunft so auf keinen Fall tragbar ist. Aber auch mein Opa, und der ist 92 und der lebt noch, musste noch unterschreiben, dass meine Oma überhaupt arbeiten gehen dürfte. Und wenn wir über die Rechte von Homosexuellen, die natürlich so absolut nicht hinnehmbar sind, wie sie sich derzeit darstellen, in Katar sprechen, dann, glaube ich, sollten wir uns auch daran erinnern, dass es erst 2002 war, also vor 20 Jahren, als wir in Deutschland endlich die im Sinne einer Straftat verurteilten Homosexuellen rehabilitiert haben. Was will ich damit sagen, Manuel? Dass diese ganzen Entwicklungen, Frauenwahlrecht seit 100 Jahren in unserem Land, Gott sei Dank endlich in unserem Land über die Bühne gegangen sind. Und dass diese WM jetzt hoffentlich ein Startschuss dafür sein kann, dass diese Prozesse endlich auch in Katar beginnen und wir dort hoffentlich bald dann eine Menschen-, eine Frauenrechtssituation sehen, wie das hierzulande der Fall ist, wie das unseren Wertevorstellungen und Überzeugungen entspricht. Aber ich glaube, wir erweisen dieser Idee schon auch einen gewissen Bärendienst, wenn wir jetzt so argumentieren, wie wir argumentieren, wenn wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass die gesamte Golfregion dort so strukturiert ist, dass Katar da leider aus unserer Sicht sogar noch das fortschrittlichste Land ist in diesen Fragen. Und deshalb glaube ich, wäre es sinnvoll, da ein bisschen über den Tellerrand hinaus und sehr genau hinzuschauen. Die WM idealerweise, wenn sie denn schon
aus meiner Sicht zu Unrecht dorthin vergeben worden ist, jetzt dafür nutzen, da eine kraftvolle Stimmung zu erzeugen, dass sich Dinge verändern. Das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wir dort die gleichen Entwicklungsprozesse durchlaufen, wie sie hierzulande sich in den letzten 100 Jahren vollzogen haben. Das, glaube ich, geht eher, wenn wir versuchen, dafür zu motivieren und wenn wir proaktiv dafür werben und nicht mit westlicher Arroganz. 9,5% der Menschen auf diesem Erdball sind nur Europäer. Von oben herab allen anderen versuchen, die Welt zu erklären. Das wird, so fürchte ich, den gegenteiligen Effekt haben. Ich bin fest davon überzeugt, damit will ich es abschließen, Manuel, dass es einen Kanon an Menschenrechten gibt, die absolut unverhandelbar sind, in der UN-Charta festgehalten. Überall, wo die mit Füßen getreten werden, ist es die Pflicht der internationalen Gemeinschaft, da einzuschreiten, sich dagegen stark zu machen. Die anderen Fragen in der Entwicklung einer Gesellschaft sind welche, die bei uns in der jüngeren Vergangenheit endlich erfolgreich gelöst worden sind. Und da, glaube ich, würde es manchmal mehr helfen, den Rückenwind dafür zu geben, dass sich diese Dinge auch in Katar entsprechend ändern, als von oben herab so als europäische Gescheithaferl aufzutreten und mit Arroganz und durchaus auch mit Heuchelei, Stichwort Gas, ich sage es nochmal, da jetzt heranzugehen, wenn dort Fußball gespielt wird. Das, lieber Manuel, in Reaktion auf deine Frage als meine Sichtweise im Hinblick auf die WM in Katar. Ich wünsche natürlich trotz all dieser Fragen unserer Mannschaft dort den größtmöglichen Erfolg, hoffe, dass wir Weltmeister werden und freue mich auf eure Fragen. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann einfach machen wie immer. Postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder melde aus dem Bayerischen Landtag und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.